Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Heute der 36. Part. Gestern war ja der 35. nochmal. Danke an alle meine Zuschauer nochmal erneut. Und wir haben ja noch die Codex-Seiten mit uns und Leonardo da Vinci ist natürlich in unserer Villa. Sprechen wir doch mal mit ihm. So, warte mal. Was Neues haben wir nicht, okay. Aber was wir auf jeden Fall noch mitmachen, bevor ich gehe. Hallo? Achso. Null Florina. Florina. Das war ja damals die Währung. Florine. Ich will jetzt nicht falsch liegen, aber ich glaube Frankreich. Ich kann mich auch täuschen, tut mir leid, falsch das ist. Weil Roma, Frankreich so, das ist ja so alles in der Umgebung. Ja, gut. So, 34.000. Holen wir uns doch erst das. Und... ja komm, wir holen uns auch das. So, und falls ihr euch fragt, warum ich nicht mehr beim eigentlichen Missionsstandpunkt, wollen wir das so sagen? Ja. Warum wir da nicht mehr sind, ist weil... Ja, warum ist das so? Wie soll ich sagen? Weil ich natürlich hierher gereist bin wegen dem Geld. So. Eigentlich muss das auch mal sein, eine andere Farbe. Guck mal, das sieht doch schon ein bisschen schicker aus. Ich finde irgendwie, hier ist das Grün viel schöner als die anderen Farben. So. Jetzt heilen brauche ich nicht, aber ich brauche medizinischen Bedarf. Gift brauche ich keins, das ist gut. So. Und, ob ihr es glaubt oder nicht, ich kaufe jetzt Gemälde. So, die letzten zwei brauchen noch Schatzkarten. Kaufe ich mir auch noch mal schnell. So. Und Gemälde, wie gesagt, da brauche ich noch ein bisschen was. 3476. So. So. Und ja, ich hole mir jetzt erstmal hier was. Es kann sein, dass es ein bisschen flackert. Also, ich hoffe schon mal nicht, dass das in der Aufnahme mit drin ist. Wenn, dann liegt es gerade nur bei mir. Weil mein PC-Bildschirm im Moment sehr kalt Fenster noch offen hatte, kann es nämlich dazu führen, dass bei mir ein Flackern im Bild ist. Bevor ich frage, hä, was meint ihr denn mit Flackern? Ja. So, immer dieselbe Technik. Da kann man mit nichts verkehrt machen. So, heute mal ein bisschen langweiliger anscheinend. Also für euch zumindest. Und ich habe den Timer zu spät angemacht, heißt wir haben jetzt schon 3 bis 4 Minuten. Oh, Moment mal. Da ist noch was. Haben natürlich vergessen, dass das 2 sind.
anscheinend sollte ich mir mal dort einprägen. So, dann haben wir diesen Satz auch. Und es ruckelt gerade ein bisschen. Wartet mal ganz kurz. Warte. Also ihr seht, ich brauche nur einmal im Kreis gehen. Und ich habe keine Ahnung, was das Stern bedeutet, aber da gehen wir auch noch hin. Das ist unten, heißt, da kommen wir noch irgendwann hin. Ich mache mal ein bisschen schneller. Okay. Ich glaube, es liegt wieder an den ganzen Figuren, die in-game sind. Das ist auch anscheinend unterirdisch irgendwie. Das ist... Ah, okay, das ist auch dieses unterirdisch. Diesmal unterirdisch, so wollte ich sagen. So, das ist ja aber oberirdisch. Oder? Genau. Und zwar ist das ein Special-Ding, wie man sieht. Oder? Ja doch, das ist eine gelbe. Gelbe Truhe heißt immer umso mehr. Oh, man sieht... Ach, jetzt haben wir auch die Assassinen-Symbole an diesem Teil dran. Finde ich ja richtig cool. Ah, genau. Falls ihr euch jetzt fragt, hä, warum ist da so ein Symbol auch im Haus? Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gezeigt habe. Aber was habe ich denn? So, man muss nämlich... wie war das? Hier lang. Genau, und dann kommt man hier zu einer Treppe, genau. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon gezeigt. Aber beim Neuspielen vergessen wieder zu holen. Ansonsten seht ihr es jetzt halt. Logischerweise, ne? So. Und hier ist natürlich nochmal irgendwo... Wo ist denn das? Habe ich... Okay, oder habe ich mich jetzt doch getäuscht und das ist woanders? Egal, dann ist das doch unterirdisch wieder. Aber ich glaube, das habe ich oben euch schon gezeigt gehabt. Hoppla. So. Na gut, wie auch immer. Dann wollen wir doch mal wieder auf die Außenmauer rauf. Ey, es liegt an der Menge der Personen im Spiel sind, also die NPCs. Dass es so anfängt zu ruckeln. Also anders kann ich mir das zumindest nicht erklären, Leute, ne? Achso, und ich habe ganze Zeit noch im Hintergrund ProSieben an. Das tut mir leid. Verdammt. Ich denke schon immer an sowas, wenn ich aufnehme. Ah, das ist doch schön. Ein paar Florine. Florina. Ah, schreib mir mal die richtige Aussprache. Also die Aussprache schreiben, nicht irgendwie schreiben, wie es geschrieben wird. Das habe ich ja gesehen. Und da fällt erstmal meine Verbindung von dann runter. So, Florine, Florina. Oder so ähnlich. Also wie würdet ihr es aussprechen? Könnt es ja auch aufnehmen. Als privat gekennzeichnet am besten, damit das nur Leute sehen können, die den URL-Code haben. Und wenn ihr selber nicht wisst, nicht so schlimm, seid ihr auch nicht besser dann als ich. Auch nicht schlechter. Okay. Da wollte ich lang, bitte. Danke. So. Jetzt kommen wir definitiv zum letzten Teil hiervon. Nein! Nein! Ah! Okay, Leute. Sowas kann vorkommen. Ich weiß, der Part ist etwas langweilig, natürlich. Dadurch, dass ich das alles abgrase. Ich glaube, ich habe auch schon 10 Minuten auf der Uhr. Ich weiß es nicht. Hätte ich bloß mal mit aufgenommen zu Anfang.
Ich glaube, ich muss von außen sowieso hochklettern, oder? Anscheinend. Also. Ich tue es natürlich nicht wissen. Okay. Natürlich muss ich von außen hochklettern. Wer hätte gedacht? Ach so. Ah, ganz schlau, ganz schlau. Das ist ja mal... Das ist mal gemein. Aha. Was sehe ich denn da? Aber oben ist ja auch was, also im Endeffekt. Und warte mal, habe ich jetzt den anderen dafür eingebüßt? Warte mal. Ich glaube nämlich... Ah, warte mal. Kann das sein, dass das... Hier? Hä? Das müsste ja dann heißen... Okay, dann war es doch einfacher, als ich dachte. So, und dann reisen wir schnell mal zum Missionsziel und machen das auch noch. Venedig? War da? Nee. Florenz? Auch nicht. Toskana San Giene. Genau, da war es. Ich glaube, da unten ist am besten, wenn wir da hingehen. Alter, bringe und in der Luft gedrückt, um den Kopfsprung zu... Was? Cool, man kann Kopfsprung machen. Na denn? Dann mal mir nicht böse sein, ich mach direkt mal den Test mit diesem Kopfsprung. Wenn hier Wasser wäre, okay. Fernwasser in Sicht, also nicht damit Wasser. Na gut. Natürlich habe ich jetzt genügend, um... Also ich habe quasi genügend, um... mir die Gemälde zu holen. Aber ich will halt noch ein bisschen was sammeln. Und ja, ich weiß, ich kann auch die Leichen plündern, habe ich auch wieder dran gedacht, aber das ist es mir nicht wert. So, ich glaube, heute machen wir einfach eine Plünderrunde, okay? So hat jeder was davon. Weil Missionen in 9 Minuten... die dann auch noch Überlänge wären, wahrscheinlichkeitshalber, könnte ich nicht mehr schaffen. Oh, den würde ich gerne kennenlernen, den Teufel, den du meinst. So. Also ich kann es versuchen, bis dahin hinzukommen. Minimum das, aber mehr wird auch nicht drin sein. Ja. Und natürlich ruckelt es auch wieder. Tut mir leid, Leute, für die Ruckler. Es liegt ja immer noch daran, dass ich immer noch kein neues Equip mit mir gönnen kann. Wer natürlich so nett ist und sagt, ja okay, komm, den gönne ich mal was. Gerne einmal ein neues Motherboard, beziehungsweise auch ein 64-Bit CPU-Chip, glaube ich ist das. Oder, nee, Kernprozessor ist das ja, was 64-Bit verarbeiten muss. Entschuldigung. Latu, fass ihn. So. Ah toll, toter Spot. Sag jetzt nicht, hätte da hin reiten müssen. Nee, okay. Gut.
ich glaube, Reiten wäre besser gewesen. Ah, da ist ja auch schon ein Pferd. Nach vor. Da hätte ich doch nach Florenz reisen können. Ich bin doch... Na gut, ich konnte es nicht wissen. Ja, bei der Welt, echt jetzt, also wer mir was gönnen möchte, also ein Motherboard oder sonst was zuschicken, zukommen lassen möchte, es muss nicht das Neueste sein. Es reicht mir von 2015 völlig die Technik aus. Weil mein PC ist schon von, keine Ahnung, vor 3 Jahren, 4 Jahren, noch länger her auf jeden Fall. Wer unbedingt sagt, hier, der braucht es, und ihr habt vielleicht noch ein altes, gerne her damit. E-Mail ist raymond3@web.de, darüber könnt ihr mich dann anschreiben und dann informieren. Und darüber kriegt ihr dann auch Rückmeldung. Und auch natürlich ein Dankeschön wird auch noch kommen. Ja. Jetzt muss ich dann viel reisen, na toll. Auf jeden Fall fettes Dankeschön wird dann auch sein, dass ich dann irgendwie euch mal was zukommen lasse, wenn ich dann was habe, was ich nicht mehr brauche. Also wenn ihr sagt, hier, der braucht unbedingt eine neue Grafikkarte, schickt mir gerne eine Grafikkarte. Oder, ne? Ich habe eine GT 610 im Moment drin, soweit ich weiß. Also eine Nvidia GeForce GT 610. Oder GX, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine 610 von Nvidia. Und ist natürlich nicht gerade das Praktischste. Wenn es natürlich daran liegt, dass bei mir ruckelt, schickt mir ruhig eine neue Grafikkarte. Also schickt mir eine E-Mail. Hier, ich habe eine alte Grafikkarte. GTX 800, schieß mich tot, oder 900, wenn ihr euch da schon die neue 1000er geholt habt. Die neue 1000er Reihe, eine davon. Dann schreibt mir das gerne. Ansonsten, ja, wie gesagt, 600 habe ich aktuell. Wenn es daran liegt, dass es bei mir noch ruckelt, die Grafiken, was natürlich logisch wäre, Grafikkarte und so. Aber gerne. Wenn ihr meint, ja, hier, ich brauche die nicht mehr, ich habe eine neue, gern her damit. So, RAM-Speicher habe ich DDR3 mit 16.000, schieß mich tot, glaube ich, war das. Also um den Dreh irgendwas. Aber wenn ihr einen RAM-Speicher mir schicken wollt, im Moment habe ich nämlich, glaube ich, nur 8 GB oder 16 GB RAM. Ich weiß es nämlich selber gerade nicht. Und ansonsten wäre da noch Was habe ich denn noch drin? Eine Soundkarte könnte ich gut gebrauchen wieder. Also falls ihr auch noch sagt, hier Soundkarte kann er auch noch vertragen, dann auch gerne damit hierher. Ja, damit. Und ich frage mich gerade, okay, wo lang reite ich eigentlich gerade? Ja, das war ein bisschen zu weit raus, das habe ich auch gemerkt. Okay, ich muss mal zurückreiten, weil irgendwie... Ich bin irgendwie in die falsche Richtung geritten. Entschuldigung, also es wird heute echt nur noch eine... Ja, die Folge ist sowieso schon über Länge. Heute also eine Folge mit Verpeilungen. Aber wie kommt das denn jetzt? Ich bin... Und eine Schnellreise so kann ich nicht machen, leider. Also herzlich willkommen beim Reitsimulator 2016. Ach Gott. Oh! Ohoho. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, okay, mein Handy, ihr hört im Hintergrund schon mein Handy herumbimmeln.
Das ignorieren wir aber mal ganz kurz, ganz gekonnt. Bin ich weiter? Bin ich jetzt echt falsch geritten oder? Nein, bin ich natürlich nicht. Ah, okay, ich mach das mal offscreen. Bis zum nächsten Mal, euer Saurus. Ich bin raus. Tschüss, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal.